14 Jahren bin ich auf der Sicke Leopold angefangen, habe da 40 Jahre verbracht, nicht ganz 39 Jahre und 11 Monate. Habe da mein Geld verdient, um meine Familie zu ernähren. Als Hobbyausgleich habe ich meine Tauben. Und mit Herz selber gefällt mir die Umgebung. Ich komme von hier überall hin. Ich kann zum Westen fahren, zum Süden fahren, zum Norden fahren oder zum Osten. Wir fahren viel mit der Fahrrad raus, an immer Touren, so von 20, 25, 30 Kilometer damit das. Und ich fühle mich ja sehr wohl. Ich mag an Herbes die schöne Gegend, dass man hier gut spazieren gehen kann. Die Leute sind sehr nett. Man muss sich mit den Leuten auch anpassen, dann klappt alles ganz gut. Und ich gehe auch mit dem Hund gern über den Lippendamm. Das Tierheim ist nah, ist auch wunderschön. Und wir haben auch ganz überhaupt sehr schöne Gegenden, wo man laufen kann. Man sieht auch schon mal einige Tiere, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Vor allen Dingen Flugtiere. Und das habe ich hier ganz gern. Also diese Siedlung und in Verbindung mit der alten Zeche. Und eigentlich haben wir vor, die Zeche aus diesem Dornröschenschlaf wieder zu erwecken und Leute aus Herberst oder Dorsten speziell wieder mit einzubinden, irgendwie im kreativen Bereich und wirklich die Tore offen machen. Ich komme ja aus Bayern und ich habe wirklich hier gelernt, was wirklich ein Kumpel ist, weil wir hier noch die Wasserhaltung haben. Und die Bergleute kommen ab und zu mal rüber nach Feierabend. Und jetzt habe ich verstanden, was ein Kumpel ist, diese Hilfsbereitschaft, die hier wirklich noch lebt. Das finde ich total klasse. Als Musiker bin ich unheimlich viel rumgekommen in meinem Leben und habe auch schon ganz, ganz viel gesehen. Aber es ist dann so, dass man dann irgendwann nach Hause kommt und merkt, wo sein Zuhause ist. Ich habe früher mal gedacht, ich müsste ganz, ganz viel reisen und wollte die ganze Welt sehen und konnte nie schnell genug wegkommen. Für mich passt der Satz einfach unheimlich gut. Manchmal muss man einfach erstmal weg, um festzustellen, wo man zu Hause ist und wo sein Herz schlägt.